Man könnte sagen, die Bullen haben einen Lauf. RB Leipzig liegt in der Fußball-Bundesliga nach 5 Spieltagen mit 13 Punkten ganz vorne. Und am Samstag kommt der Tabellenfünfte Schalke 04 zum Spitzenspiel zu Besuch. Und natürlich wird der Leipziger Trainer Julian Nagelsmann immer wieder gefragt, ob man als aktueller Spitzenreiter auch Meister werden wolle. Ich glaube, meine Jungs und ich, wir können es schon ganz realistisch einschätzen, dass wir ambitioniert sind, alles gewinnen zu wollen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Das zeigen wir auch Woche für Woche, dass wir aber am 5. Spieltag jetzt noch nicht anfangen, am Marktplatz in Leipzig, heißt das so überhaupt? Ja, ich glaube schon, den Balkon zu schmücken, ist, glaube ich, auch klar. Die Schalker, die in der vorigen Saison beinahe abgestiegen wären, stimmen sich nun auf ein Topmatch gegen den Tabellenführer ein. Dabei scheint dem Trainer der Gelsenkirchener, David Wagner, die Qualität des Gegners durchaus bewusst. Also das ist eine Top-Mannschaft, überhaupt gar keine Frage. Die am Ende der Saison, und da habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wenn ich das sage, in der Champions League landen wird und auch ein ganz ernsthafter Kandidat ist für die Meisterschaft. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das macht es für uns umso interessanter, deswegen haben wir umso mehr Lust darauf, uns mit so einem Gegner zu messen. Anstoß für das Spitzenspiel in Leipzig ist am Samstag um 15:30 Uhr.